Starten wir mal langsam. Ich werde langsam begrüßen, damit alle noch dabei uns sind. Erstmal herzlich willkommen zum Nikolaus, zu einer märchenhaften Schikonomi-Veranstaltung. Wir haben gedacht, das Thema Märchen, und das ist ganz besonders, passt sehr gut am 6. Dezember. Freue mich sehr, dass wir heute die Direktorin von Märchenland, Silke Fischer, bei uns haben. Und ich glaube, Sie werden alle viel über Märchen erfahren, was sie alles noch nicht wussten und wo Märchen halt auch ein Heilmittel sein kann. Silke ist seit 17 Jahren die Geschäftsführerin von Märchenland und im Bereich der Kulturvermittlung, wissenschaftlichen Forschung und Gesundheitsmanagement hat sie seit über 20 Jahren Führungspositionen inne gehabt, Auftraggebern herzustellen, zählen zu ihren Kompetenzbereichen. Als versierte Märchenexpertin und Schnittstelle zwischen Politik, Kultur, Wirtschaft und Zivilgesellschaft trägt sie wesentlich zur Gestaltung von Firmenentscheidungen bei. Märchen und Demenz ist dabei nur ein spannendes Projekt neben konzeptionellen Verantwortlichkeiten, runden Presse- und Publikationstätigkeiten ihr Aufgabenspektrum ab. So hat sie zum Beispiel vor einigen Jahren die Märchenapotheke mit herausgegeben, ein wunderschönes Buch, wo man ganz viel erfährt, was Märchen alles bewirken können, zusammen mit Stefanie zu Gutenberg. Das Buch ist in vielen Sprachen verlegt worden, sogar im Chinesischen, aber leider nicht mehr zu haben. Also Ansporn, ein neues zu schreiben, Silke. Märchenland setzt sich für die Verbreitung von Märchenkultur in allen Bereichen des Lebens ein. Märchenland bewahrt das Märchen als Kulturerbe und bringt universelle Märchenbotschaften in aktuelle gesellschaftliche Diskussionen ein. Es setzt sich für Verbreitung von Märchenkultur in allen Bereichen des Lebens ein. Bewahrt das Märchen als Weltkulturerbe und bringt universelle Märchenbotschaften, also Entschuldigung, doppelt. Märchenland bewegt Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Medien, sich gemeinsam für Kinder- und Jugendkultur sowie in der Altenpflege zu engagieren. Da machen Botschafter verschiedener Länder mit, in die frohe Botschaft. Politiker erzählen Märchen, heißt eine Serie. Und da geht es tatsächlich um richtige Märchen. Also davon wird Silke aber gleich noch sicherlich sehr, sehr viel berichten. Neben dem Festival der Berliner Märchentagen, was seit 32 Jahren das weltgrößte Märchenfestival ist, ist die Präventionsmaßnahme, es war einmal Märchen und Demenz seit 2017, eine bundesweit erfolgreiche Gesundheitsförderungsmaßnahme. Durch den Konsens kollektiver Erinnerung findet das Märchen niedrigschwelligen emotionalen Zugang in die Herzen und in die Seelen aller Menschen, weil sich an den Märchen seiner Kindheit erinnert fühlt. Wie gesagt, wer Preisträger bei Märchenland ist, bei den Märchentagen, da wird Silke sicherlich auch noch zukommen, weil es sind sehr, sehr, sehr berühmte und wichtige Menschen, die sich halt auch für dieses Thema einsetzen und das Thema auch verstanden haben. Wir freuen uns sehr, Silke, dass du am Nikolaustag heute bei uns bist, um uns so ein schönes Thema und so spannende Einblicke zu gewähren. Für alle, die das nicht wissen, letzte Woche war Silke noch in Schweden bei Königin Silvia zum Weihnachtstee zu Gast. Vielleicht kriegen wir Königin Silvia auch mal zu einer märchenhaften Stunde hier nach Deutschland. Und ich freue mich sehr, auch heute wieder nochmal mich bei unserem Sponsor Philip Morris zu bedanken, die uns dieses märchenhafte Schikonomi möglich machen. Und Silke, du hast das Wort, entführ uns in das Märchenland. Danke, liebe Ilka, du hast da alles schon so toll gesagt. Vielleicht noch zu mir. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich komme aus dem schönen Thüringer Wald und bin praktisch mit Märchen aufgewachsen und habe als Kind die Elfen im Mondschein tanzen sehen. Leider hatte ich zu viele Westverwandtschaft und meine Eltern waren nicht in der Partei, sodass ich dann also leider kein Abitur machen konnte, was ich dann auf der Abendschule nachholte. Dann durfte ich aber wegen meiner Westverwandtschaft nicht studieren, was mich dann zur Flucht über die ungarische Grenze getrieben hat. Und ich bin auch glücklich angekommen, sozusagen von Ostberlin nach Westberlin. Habe dann angefangen, Lateinamerikanistik zu studieren und Theaterwissenschaften. Habe ein Jahr lang in Brasilien gelebt, weil das mein Schwerpunkt war, was Literatur angeht. Und bin seit 2000 die Direktorin der Berliner Märchentage. Und seit 2004 existiert das Märchenland. Und ich habe jetzt mal ein paar Folien mitgebracht, die meine Firma oder unsere Firmen vorstellen werden. Und ich lade Sie ein,
durch eine, zu einer Reise durch das Märchenland. Und wenn dann vielleicht noch ein bisschen Zeit ist, kann ich Ihnen sogar ein kurzes Märchen, wenn gewünscht, erzählen. Zum Nikolaustag habe ich mir Peppa Kaka aus Stockholm mitgebracht und einen Sekt, also auf Ihr Wohl und auf einen schönen Nikolaustag. So, Märchenland. Märchenland ist ein Land der Märchen, Sagen und Geschichten, regiert mit Ideenreichtum, Kompetenz in einem starken Netzwerk. Ich führe dieses Märchenland nicht alleine. Wir haben eine Doppelspitze und meine Kollegin Monika Panse ist seit Anfang an mit dabei und regiert das Finanzministerium. Märchenland ist zwar ein Name, hat aber viele Facetten, weil wir vier verschiedene Rechtsformen haben, weil wir doch sehr international und in sehr vielen Bereichen unterwegs sind. Und ich würde mir jetzt erlauben, Ihnen diese einzelnen Rechtsformen, diese einzelnen Firmen unter dem Namen Märchenland vorzustellen. Unsere Ziele und Missionen sind bei allen Rechtsformen, die wir haben, die Märchenkultur zu verbreiten. Die Ilke hat es ja auch schon gesagt, das Weltkulturerbe zu erhalten, mit Märchen Lösungsbeiträge zu bringen und prominente Persönlichkeiten zu motivieren, sich für Märchenkultur und für unsere Arbeit einzusetzen. Wir haben dann natürlich auch ganz ordentlich ein Märchenland-Manifest geschrieben. Und Sie sehen in den vier Stichpunkten, das ist eigentlich die Basis unserer ganzen Arbeit. Es gibt kein Volk, was keine Märchen kennt. Die Märchen sind die Basis für Kommunikation. Sie wurden damals erzählt als Welterklärungsgeschichten. Und die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm sind das meist übersetzte Buch nach der Bibel in über 150 Sprachen und Dialekte. Und in unserer immer mehr multikulturell werdenden Gesellschaft und im Zuge der Globalisierung kann man wirklich Märchen wirklich zur Verständigung sehr gut einsetzen. Ilke hat es schon erwähnt, unser größtes Projekt sind die Berliner Märchentage. Sie sind wirklich das weltgrößte Märchenfestival und finden mittlerweile seit 32 Jahren statt. Wir greifen immer Themen auf. Früher haben wir Kulturkreise vorgestellt oder bestimmte Länder. Mittlerweile mit der Bewegung der Menschen durch die Welt nehmen wir immer ein Jahresthema. In diesem Jahr auch zu Corona passend hieß es die purpurrote Blume, Märchen von Lust und Leid. Und im nächsten Jahr wird das Jahresthema heißen Abschied und Wiederkehr, Märchen und Geschichten von Leben und Tod, weil wir sollten wirklich das Leben genießen und vergegenwärtigen, dass der Tod zum Leben dazugehört. Vielleicht eröffnen wir in der mexikanischen Botschaft, weil die haben immer ein Totenfest, Fiesta de los Muertos, und werden es dann richtig krachen lassen. Aber wie Sie sehen, erreichen wir während der Märchentage ungefähr 200.000 Menschen analog. Die Märchentage finden an 18 Tagen im November statt. Und wir hatten die Herausforderung im vergangenen Jahr, dass wir überhaupt keine analogen Veranstaltungen stattfinden lassen durften, haben alles auf online umgestellt, was natürlich dann eine größere Reichweite erzeugt und wir über 1 Million einfach schon zu dem Festival begrüßen konnten. Insgesamt seit der Märchentage haben wir ungefähr 6 Millionen Besucher begrüßen können und Sie sehen, welche Menschen wir vorwiegend erreichen wollen zu den Märchentagen. Das reicht eben wirklich von den Kindern und Jugendlichen über Familien, über Schulen, Institutionen für Kunst und Kultur, Unternehmerinnen und Märcheninteressierte aus aller Welt. Und wenn ich dann zum Thema Märchen und Demenz komme, ist unser Credo immer, wir erreichen Menschen von 3 bis 103 Jahren. Die Altersgruppen, die angesprochen werden, sehen Sie während des Festivals. Es sind vorwiegend Kinder und Jugendliche, die gezielt angesprochen werden. Und es gibt eigentlich keine Kulturinstitution,
mit der wir während der Märchentage nicht zusammenarbeiten. Und Sie sehen auch, die Berliner Märchentage sind in den ganzen Stadtbezirken verteilt. Ilka hatte ja schon angesprochen, dass wir verschiedene Veranstaltungsreihen haben während der Berliner Märchentage. Die berühmt-berüchtigste ist wirklich Politiker erzählen Märchen. Und hier dürfen Sie, weil oft wird immer gesagt, ja, das machen Sie doch den ganzen Tag. Bei uns dürfen Sie echte Märchen erzählen. Und diese Märchen sind dann ein emotionaler Türöffner für das jugendliche Publikum. Und die Kinder dürfen dann Fragen stellen und kommen ins Gespräch mit den einzelnen Politikerinnen, die Landes- und Bundespolitikerinnen sind. Ich habe mal ein paar Formate rausgegriffen. Also die Frohe Botschaft, das ist wirklich eins unserer Lieblingsformate. Da öffnen die Botschaften und Landesvertretungen hier ihre Türen für Berliner und Brandenburger Schulklassen und erzählen Märchen zu unserem Thema, auch immer in Originalsprache, was übersetzt wird. Und die Kinder erfahren etwas über das jeweilige Land, wo sie zu Gast sein dürfen. Hier ist die Reihe Politiker erzählen Märchen. Und da haben wir jetzt hier nicht abgebildet, aber wir haben Wolfgang Schäuble jetzt schon wiederholt dabei. Wir hatten sie alle, Frau Karliczek, Herrn Steinbrück, Frau Aigner, Herrn Spahn, also alle Politiker und Politikerinnen quer durch. Und wir sagen dann immer, wir verbinden nicht nur die Völker, sondern wir verbinden auch die Parteien miteinander. Das funktioniert immer sehr gut. Und Kinder sind ein sehr unbestechliches Publikum und die Politiker müssen dann wirklich gnadenlos Rede und Antwort stehen. Auch ein sehr, sehr schönes Format ist unsere Märchenreise mit Prominenten. Da haben wir ganz verschiedene Leute, die uns auch sehr treu sind über die Jahre. Frau Berben gehört mit dazu. Auch Professor Partzinger, den Sie daneben sehen, der immer sehr schön erzählen kann über seine Arbeit. Pierre Sanussi-Bliss ist dort unten und auch Alfred Ritter, der aber in die Mehrwertstunde gehört, die ich jetzt auch noch erklären werde. Also wir haben da auch sehr viele von Peter Maffay über Patricia Riekel, die ja auch die Chefin der Bunte war und also eigentlich alle Prominente. Frau Maischberger war auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Und das ist dann auch toll für die Kinder, mit diesen Leuten auch mal zu sprechen und zu überlegen, was man alles so werden kann. Kindheitserinnerung ist auch ein sehr schönes Format und wir sind sehr, sehr stolz, wie Sie sehen, Hertha Müller auch in den Kindheitserinnerungen als Gast gehabt zu haben. Sie ist schließlich Literatur-Nobelpreisträgerin und es war eine sehr spannende Stunde. Auch Adolf Muschk war mit dabei. Und diese Reihe setzen wir eben fort mit Leuten, die sich an eine Kindheit erinnern, die man vielleicht so auch nicht mehr kennenlernen kann. Die Mehrwertstunde, damit den Herrn Ritter nochmal, ist eine Stunde, wo Unternehmerinnen oder Chefs von Unternehmen eine Stunde ihrer Zeit schenken und dann den Kindern einen Einblick in ihre Arbeitswelt geben und die Kinder auch Fragen stellen können. Also zum Beispiel Herr Rossmann, der hatte erzählt, dass er im Krieg nur eine Hose hatte, also nach dem Krieg, und seine Mutter immer mit ihm geschimpft hat, wenn wieder ein Loch in der einzigen Hose war. Und er sich dann vorgenommen hat, wenn ich einmal groß bin, dann werde ich so reich, dass ich mir zwei Hosen kaufen kann. Und das hat er ja nun wirklich auch geschafft. Dann auch eine sehr schöne Reihe, die Kinderwipploge, weil natürlich die modernen Helden und Heldinnen sind Sportler. Und da haben wir schon Uli Hoeneß gehabt, Lucien Favre, sogar Herrn von Richthofen, als er noch lebte, oder Lena Schöneborn, eine Olympiasiegerin. Und hier sehen Sie die Eisbären. Und das ist natürlich für die Kinder auch interessant, weil sie auch von den Profis dann erfahren, wie viel man dazu tun muss, wirklich ein sportlicher Held zu werden, in der ersten Liga zu spielen, dass gutes Lernen in der Schule dazugehört und so weiter. Und so können sie sich sehr gut identifizieren damit. Dann natürlich
Ganz wichtig, Märchenland Guss digital, denn die Digitalität und auch das Internet kann man für Kinder nicht verbieten. Es wird genutzt und soll auch genutzt werden. Und jetzt in den Zeiten der Pandemie haben wir es ja auch besonders schätzen gelernt. Und wir haben sehr viele Kontakte mit Game-Entwicklern, weil die Computerspiele ja eigentlich auch wie Märchen aufgebaut sind. Es gibt einen Held, der muss sich Freunde suchen oder Waffen oder Fähigkeiten aussuchen, die er braucht, um das Ziel zu erreichen. Und genauso funktionieren die Märchen eigentlich auch. Wir haben tolle Game-Entwickler schon kennengelernt und haben auch immer mit den Siegern des Computerspielepreises, der jedes Jahr ausgelobt wird, zusammengearbeitet bis jetzt. Und so geben die Profis dann eben auch den Kindern einen Einblick in die virtuelle Welt und wie das Ganze aufgebaut ist. Und auch ein Lieblingsthema von mir, da ich ja auch aus der Wissenschaft komme. Wir haben viele Symposien auch schon gehabt zum Thema Märchen. Im nächsten Jahr werden wir auch wieder ein Symposium machen. Aber Sie sehen von Weltgeschichten, das ist der Erik Emanuel Schmidt, der Herr mit dem gelben Mikrofon, der ja auch über verschiedene Weltreligionen geschrieben hat. Christa Wolf, die ich sehr verehrt habe, waren mit dabei. Und hier unten, das ist Herr Holbein, ein Bestseller-Autor, der damals bei dem Symposium die Sehnsucht nach Unsterblichkeit referiert hat. Und da ging es um nichts anderes und Tolleres als um Vampire. Also Sie sehen, wir sind auch weit gefächert. Sie nehmen das Märchen nicht nur in seiner ursprünglichen Form, sondern sind da auch oft mit einem verschmitzten Auge dabei, was Märchen bedeuten. Dann lassen wir seit 2008 Kinder und Jugendliche an einem Schülerwettbewerb teilnehmen. Es werden immer Märchenthemen vorgegeben, in diesem Jahr von Lust und Leid. Und da werden Märchenballaden geschrieben. Und diese Balladen werden dann, die 12 Siegerinnen werden dann im Märchenkalender veröffentlicht. Den wird es jetzt auch bald wieder geben. Und es sind sehr interessante Beiträge, die dort immer von den Kindern von 8 bis 18 geschrieben werden. Dann die Preisverleihung Goldene Erbse. Da hat ja schon Ilka darüber gesprochen. Das ist unser Ehrenpreis und natürlich auch immer eine Plattform, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Sie sehen Frederik und Mary, die waren damals zur Gründung dieses Ehrenpreises in Berlin. Wir haben diesen Ehrenpreis in diesem Jahr zum 15. Mal verliehen. Und der geht an Menschen, die durch die dicken Matratzen des Wohlstandes die kleinen, aber wesentlichen Dinge noch spüren und Abhilfe schaffen. Frei nach dem Märchen von Hans Christian Andersen, Die Prinzessin auf der Erbse. Und hier sehen Sie einige Preisträgerinnen und Preisträger. Auf der linken Seite Herr Rossmann, Herr Messner und Sabine Christiansen. Auch Peter Maffay ist da zu sehen und Henning Mankel, der nicht nur Krimis geschrieben hat, sondern sehr viel Gutes in Mosambik für Kinder geleistet hat. Und unten die Dame, die ich dort so anschmachte, ist Heidi Oettinger. Das ist die Verlegerin oder die Verlagschefin, die gewesene vom Oettinger Verlag und die damals den Mut hatte, in Deutschland zum ersten Mal Astrid Lindgren zu veröffentlichen, die ja irgendwie verpönt war mit Pippi Langstrumpf und die es natürlich nie bereut hat. Die ist zu dem Zeitpunkt 100 Jahre alt gewesen. Daneben drei erfolgreiche Unternehmerinnen, Sophie Bussard, die die Chefin einer großen Pflegegruppe ist und natürlich auch für uns eine Türöffnerin für unser Projekt Märchen und Demenz war, Regina Ziegler, die erfolgreiche Produzentin, und Susanne Klappen, die mit ihrer Stiftung auch sehr viel Gutes tut. Und die drei Frauen haben das bekommen, als wir das Jahresthema hatten, Dorni Röschen erwacht, Märchen und Geschichten von Mädchen und Frauen. Daneben Iris Berben, dann Marion Horn, die damals die Bild-Zeitung als Chefredakteurin betreut hat, und Stefanie zu Guttenberg. Und meine absolute Lieblingspreisträgerin, Ruth Bader Ginsburg,
wo auch ich das Vergnügen hatte, dass Ilka mich nach Washington begleiten konnte, der haben wir auch als Verkämpferin für die Rechte von Frauen und Minderheiten die Goldene Erbse verleihen dürfen. Das ist ein Erlebnis, das wir wohl nie vergessen werden. Und in diesem Jahr hatten wir auch das Glück, die Goldene Erbse analog durchspüren zu können. Also die Pandemie hat einen Bogen um unsere Märchentage gemacht. Und ich hoffe, wir schöpfen Kraft durch die Märchen, um die Pandemie jetzt weiter auch vor allen Dingen in der Weihnachtszeit zu überstehen. Das sind eigentlich in groben Zügen einige Bausteine unseres Festivals Berliner Märchentage. Und jetzt komme ich zur nächsten Rechtsform. Wir haben noch ein europäisches Zentrum für Märchenkultur gegründet, nämlich im Europapark Rust. Und das ist ein gemeinnütziger Verein, weil wir in dieser Gegend Elsass, Baden-Württemberg schon seit über 6 Jahren deutsch-französische Märchenfestivals machen und die Sprachvermittlung und das Kennenlernen in der Region fördern. Und so war es eigentlich nur logisch, dass wir dort im Europapark natürlich in Grimms Märchenwald unseren Sitz eröffnen konnten. Und Miriam Mack ist die erste Vorstandsvorsitzende und die ist ein Mitglied der Familie Mack, denen ja der Europapark gehört. Und im Zuge dessen sind wir auch unten in der Ecke links auf die Marmeladenoma und ihren Enkel Yannick gestoßen. Und diese Frau ist ein Phänomen, die ist mittlerweile 90 Jahre alt, auch unsere Erbsenpreisträgerin. Die ist ein YouTube-Star, denn sie liest jeden Samstag Märchen vor und will damit analog in einem Online-Format und will damit eine Oase der Ruhe und Fantasie schaffen. Und sie hat über 1 Million Follower mittlerweile. Unsere nächste Rechtsform ist Märchenland Deutsches Zentrum für Märchenkultur GmbH. Und mit dieser Firma entwickeln wir Konzepte und haben Forschungsprojekte schon verschiedene durchgeführt. Und unser wichtigstes und bahnbrechendes ist die Studie von 2012 bis 2015. Es war einmal Märchen und Demenz. Und da haben wir mit dem Bundesministerium für Familie zusammengearbeitet, mit der Senatsverwaltung hier und 2 Pflegekonzernen und konnten Frau Furtwängler, die ja auch Ärztin ist, als Schirmherrin gewinnen. Und wir wollten herausfinden, ob Märchen den Lebensalltag in Pflegeeinrichtungen verbessern können und die Lebensqualität steigern können. Und das waren die zentralen Fragen, die wir uns während der Forschungsarbeit gestellt haben. Und natürlich kann man die demenziell erkrankten Menschen nicht fragen. Insofern haben wir eine Videointeraktionsanalyse gemacht, wo also aufgezeichnet wurde, einmal die Erzählerin auf der einen Seite, dann von hinten das Publikum. Und so konnte man auch dann feststellen, welche Märchen wirken wie. Und natürlich haben wir auch noch leitfadengestützte Interviews gemacht, durch Fragebögen und so weiter, der Erzählerinnen und des Pflege- und Betreuungspersonals und sind dann zu dem Fazit gekommen, dass Märchen regelmäßiges, professionelles und strukturiertes Märchen erzählen, das Wohlbefinden fördert und auch herausfordernde Verhaltensweisen, also das sind Klopfer, Rufer, Läufer, reduziert und die Lebensqualität einfach in den Pflegeeinrichtungen steigert. Wir haben da mal zusammengearbeitet mit der Alice-Salomon-Hochschule hier in Berlin. Das ist eine Hochschule für Pflegemanagement. Und Frau Professor Ingrid Kollack war also federführend in der Auswertung. Und ein Produkt, was dabei noch herausgekommen ist, was gar nicht im Fokus der Forschung stand, war, dass diese Märchen, diese regelmäßig und professionell erzählten Märchen, nicht nur sich positiv auf die Bewohner von Pflegeeinrichtungen auswirken, sondern eben auch auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
als wir dann wieder weg waren oder die letzte Märchenstunde dort hatten, hörten wir eben, wie die Leute sagten, das können sie uns doch nicht antun. Und jetzt sind sie weg. Was machen wir jetzt hier? Und insofern sind wir dann in uns gegangen und haben das Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung gegründet. Und als die neue Präventionsmaßnahme in Kraft getreten ist, haben wir eine Präventionsmaßnahme entwickelt, die heißt, es war einmal Märchen und Demenz. Und Sie sehen, mit welchen Partnerkassen wir arbeiten. Und unsere Präventionsmaßnahme entspricht vollumfänglich den Leitlinien dieses neuen Präventionsgesetzes. Und wir haben auch in Zeiten von Corona flexibel reagiert und konnten diese analog angelegte Maßnahme auch ins Online-Format und ins Digitale übertragen. Und Sie sehen, wir sind seit 2017 sehr erfolgreich mit dieser Gesundheitsmaßnahme unterwegs in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Und wir haben auch schon die nächsten Verträge unterschrieben. Also es geht weiter und wir hoffen, dass wir die ganze Bundesrepublik erobern können mit unserer Maßnahme und wirklich Licht in diese trüben Zeiten und in die Pflegeheime zu bringen. Und wie ich ja schon erwähnte, diese Maßnahme ist nicht nur sehr positiv für die Bewohner, sondern eben auch für die Mitarbeiterinnen. Das nennt sich Verhaltens- und Verhältnisprävention. Und deswegen sind sie auch so erfolgreich und werden vollumfänglich von den Kranken- und Pflegekassen finanziert. Sie sehen, wie die Wirkung auf die Bewohner und Mitarbeiterinnen funktioniert. Also kognitive Fähigkeiten werden gestärkt. Das bedeutet eben auch zum Beispiel, dass Leute, die in diesen Einrichtungen waren, noch nie gesprochen haben, plötzlich wieder sprechen können. Sie bewegen sich, sie machen mit, sind fröhlicher und das herausfordernde Verhalten wird reduziert. Das ist natürlich auch ein Benefit für die ganzen Pflegeeinrichtungen. Wir evaluieren jeden Schwung, also wenn wir in Bayern sind oder in Thüringen, sodass wir immer auf dem neuesten Stand sind, auch was die Pflegeeinrichtungen benötigen. Und das sind die Bausteine unserer Präventionsmaßnahme, die ich ganz kurz vorstellen werde. Das Strukturierungsgespräch ist dazu da, um für jede Einrichtung individuell die Maßnahme abzuklopfen und zu gestalten. Dann, seitdem das Märchenerzählen nicht mehr vollumfänglich mit echten analogen Märchenerzählern stattfinden kann, haben wir das Ganze als virtuelle Märchenstunde konzipiert. Dann haben wir eine Märchenland-Box entwickelt, wo man also immer ein Märchen mit allen Sinnen erfahren kann. Da sehen Sie, das sind unsere Arbeitsmittel, die wir also in die Heime geben. Und insofern ist das eine gute Mischung zwischen analog und haptischem und diesen ganzen Online-Veranstaltungen, die wir machen. Wir bilden das Pflege- und Betreuungspersonal zu zertifizierten Märchenvorlesern aus, was sehr gut ankommt und was sie als Fortbildung abrechnen können. Es gibt natürlich einen IT-Support, weil viele das auch gar nicht drauf haben mit WLAN und Anschalten und Multimedia und so weiter. Aber in den 2 Jahren hat sich das auch sehr, sehr gut verbessert. Und wir evaluieren jede Runde in den einzelnen Bundesländern. Und dabei kommt auch heraus, dass 100% der Mitarbeiterinnen diese Maßnahme, es war einmal Märchen und Demenz, weiterempfehlen würden. Dann haben wir natürlich ein Internetportal entwickelt, wo man alles findet, was wir dann vermitteln wollen. Und es ist ein geschützter Bereich, wo man sich auch die analogen Mittel ausdrucken kann, wo alle Fragebögen nochmal vorliegen und wo man auch mit dem Zugangscode die virtuellen Märchenstunden zum Beispiel am iPad jemanden ans Bett bringen kann, der sich nicht mehr bewegen kann. Und deswegen können wir auch eine große Nachhaltigkeit verzeichnen, weil wir eine Online-Supervision machen
Auswertungsgespräche. Wir haben einen Stammtisch eingerichtet und wir versorgen die Einrichtungen auch nach der Maßnahme immer noch mit neuen Märchen, die wir ihnen zusenden. Insofern war das im Schnelldurchlauf ein Ritt durch alle unsere oder einen Teil unserer Aktivitäten. Und wir danken Ihnen. Ich danke Ihnen ganz recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für dieses märchenhafte Schikonomie. Und ich wünsche jetzt allen, die hier sind, dass wir das alles noch mit der Pandemie gut zu Ende bringen, dass alle trotzdem ein wunderschönes Weihnachtsfest, eine Adventszeit hat. Wir wollen von unserem BCCG das dazu beitragen, was irgendwie geht. Wir hören mit Märchen zu Weihnachten auf und lade Sie alle am 18. Januar ein zum Schikonomie mit einer wunderbaren zu einem Session mit einem Humorcoach. Und ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, es geht nicht nur darum zu lachen, sondern es geht wirklich darum, auf Frauen zu unterstützen bei Präsentationen, wenn man erstmal auf die Bühne kommt und aus der ersten Reihe von den drei Herren und die Herren, die hier im Chat werden es mir nachsehen, einen blöden Spruch auffängt. Und wie man mit solchen Situationen umgeht oder einfach mal, was haben wir schon alles gehört? Und was haben wir schon 100-mal gehört? Was gibt es da für einen Werkzeugkasten, den man auspacken kann, um dem mit Humor zu begegnen? Ist auch jemand aus Leipzig, aus Ostdeutschland, eine Schauspielerin, die das wunderbar gemacht hat, eine junge Frau. Ich habe sie kennenlernen dürfen bei einer Veranstaltung, habe gesagt, okay, das müssen wir teilen, weil das ist was man für einen Werkzeugkasten mitnehmen kann, auch um selber mal zu präsentieren. Man musste damals einschicken als Frage, vielleicht schicke ich das mit der Einladung auch nochmal. Was hat Sie als Frau das letzte Mal sprachlos gemacht? Welche Situation? Und sie greift diese Sachen dann auf und ich fand das total spannend, aber auch extrem inspirierend und ich hoffe, dass so viele wie möglich am 18. Januar auch dabei sind, um positiv mit einem ganz viel tollen Esprit in das Jahr 2022, hoffentlich dann post-Corona, zu starten. Nochmal vielen herzlichen Dank, liebe Silke, für dich auch. Und jetzt sage ich allen noch einen schönen Rest, Nikolaus, eine schöne Weihnachtszeit. Haltet durch und bleibt uns gewogen. Das Märchen von der Wahrheit. Die Wahrheit ging durch die Welt, nackt und bloß, wie sie war, und klopfte an die Türen der Menschen. Aber überall, wo sie klopfte, wurde ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen. Da war die Wahrheit frustriert, lief in den Wald, warf sich auf den Waldboden und weinte. Da kam das Märchen daher, bunt geschmückt, fröhlich und sah die Wahrheit auf dem Boden liegen und sagte, Wahrheit, was ist mit dir? Ach, die Menschen mögen mich nicht und es liegt bestimmt am Alter. Und da sagt das Märchen, nein, am Alter kann das nicht liegen. Je älter ich werde, desto mehr werde ich geliebt. Du darfst ihnen nicht nackt und bloß entgegentreten. Du musst dich schmücken. Und er gab das Märchen der Wahrheit von seinen bunten Kleidern ab. Und seitdem gehen sie Hand in Hand und werden von den Menschen geliebt. Glück und Verstand trafen sich auf einer Wiese. Sie wollten an zwei Ufern eines Baches. Und über den Bach lag nur ein Baumstamm, was bedeutete, einer musste dem anderen Vortritt lassen. Sie stritten von beiden Ufern, wer bedeutender sei und wem man den Vortritt lassen müsse. Sie konnten sich nicht einigen. Da aber in der Mühle nebenan gerade ein Säugling geboren wurde, sagten sie, okay, wir statuieren ein Exempel. Wir fahren in diesen kleinen Jungen, der da geboren wird, und dann werden wir ja sehen, wer wichtiger ist, Glück oder Verstand. Der Junge wuchs heran, war mit einem riesigen Verstand gesegnet. Schon mit 16 Jahren sprach sich seine Weisheit herum. Er wurde an den Königshof geholt, war ein guter Berater und die Prinzessin verliebte sich in ihn, weil er auch noch gut aussah. Das hat dem König natürlich überhaupt nicht gefallen. Und um dem ein Ende zu machen, wurde etwas inszeniert, dass er aufs Schafott geführt wurde. Der Junge war schon auf dem Richtplatz, der Kopf lag auf dem Balken. Der Scharfrichter hob das Schwert und da kam ein reitender Bote und rief, der König ist tot, der König ist tot, es lebe der neue König. Und seitdem verneigt sich der Verstand bis tief auf die Erde, wenn das Glück vorübergeht. Thank you.